1933 wurde das Blaulicht für Polizei und Feuerwehren eingeführt. Anfangs noch unbewegt und ab den 50er Jahren dann als blinkende sogenannte Rundum-Kennleuchte. Wir waren mit im Blaulichteinsatz. Wir haben die Feuerwehrleute von der Bielefelder Berufsfeuerwehr auf einer 24-Stunden-Schicht begleitet und dabei viel zu sehen bekommen, was man normalerweise nicht sieht, aber leider auch Bilder wie diese hier. Kurz nach 7 Uhr morgens im Bielefelder Norden ist der PKW frontal gegen einen Baum gerast. Die Männer der Berufsfeuerwehr sind alarmiert worden. Vor Ort ist sofort klar, dem 21-jährigen Fahrer können sie nicht mehr helfen. Wir haben dann hier also längere Zeit schweres technisches Gerät vornehmen müssen, um die Fahrgastzelle so weit zu strecken und auch Wrackteile herausschneiden zu können, damit wir so viel Arbeitsfreiraum hatten, dass wir die Personen dann herausholen konnten aus dem PKW. Mit Rettungsscheren und Spreizern nehmen sie das Fahrzeug auseinander, bergen den Toten. Herausforderung und Schwerstarbeit, kurz vor Dienstende. Vor 24 Stunden waren 25 Feuerwehrmänner und eine Feuerwehrfrau in der Hauptwache zur Arbeit angetreten. Einen Tag und eine Nacht werden sie gemeinsam Dienst machen. Meister vom Dienst Scheer, ja. Fahrer BVE Armgard. Ja. Fahrer Elwitz. Jede Sekunde sind sie jetzt bereit auszurücken, um zu helfen, zu retten und zu löschen. Sind wir eine große Familie und das macht sehr viel Spaß. Und natürlich, man weiß nie, was einen so an dem Tag erwartet, wenn man Dienst hat. Wenn Sie nicht unterwegs sind, lernen Sie, noch schneller und besser bei Rettungseinsätzen zu sein. Es wird Winter und deswegen steht heute Vormittag die Eisrettung auf dem Programm. Doch der Referent kommt nicht weit. Alarm! Rücken aus der BVE, das 1.11. der Hauptwache. Der Brandmelder in einer großen Möbelfabrik hat angeschlagen. Die Meldung ist in der Leitstelle der Feuerwehr aufgelaufen. Die Fahrtroute zum Brandort ist ausgedruckt. Eine Minute nach der Alarmierung ist der Löschzug unterwegs. Um keine Zeit zu verlieren, wird sich erst in der engen Fahrerkabine komplett angezogen. Die Leitstelle hat alle Ampeln auf der Hauptverkehrsstraße stadtauswärts auf grün gestellt. So geht's noch schneller voran. Vor Ort dann schnelle Orientierung und dann sinkt der Adrenalinspiegel der Einsatzkräfte ganz schnell. Es gibt nichts zu löschen. Haben den Bereich hier kontrolliert, aber es handelt sich um Fehleinsatz, ein technischer Defekt am Melder. Der hat eben ausgelöst. Also für uns glücklicherweise kein Einsatz. Das Kinderintensivmobil rückt aus. Eine Frühgeburt zu Hause. Markus Linse von der Leitstelle beruhigt den aufgelösten Vater. Atmet das Kind? Atmet, ja, das ist auch super. So, dann können wir das Gespräch beenden. Die Kräfte sind jetzt bei Ihnen, ja? Okay, tschüss. Üben für den Ernstfall. Christian Hinzmann ist im ersten Ausbildungsjahr. Die 30 Meter hohe Drehleiter ist nichts für Weicheier. Der angehende Brandmeister ist topfit. Einstellungsvoraussetzung für jeden, der Berufsfeuerwehrmann werden will. Ja, ein bisschen anstrengend ist immer, aber wenn man oft genug trainiert und übt, dann geht das schon. Das Kinderintensivmobil ist zurück. Für Thomas Gehlen war es die zweite Geburt in dieser Woche. Der Rettungsassistent ist vor 5 Tagen selbst Vater geworden. Okay, also die Meldung Frühgeburt hatten wir zum Beispiel auf der Anfahrt noch nicht. Es hieß nur, es wären Presswehen. Und gut, da ich ja selber Vater geworden bin, wusste man, was da passiert. Und es war nicht ganz so gravierend, als wenn man jetzt ins kalte Wasser geschmissen worden wäre. Ja, dann hatte man die Situation relativ gut im Blick. Keine Minute Leerlauf auf der Hauptwache. Auf dem Schlauchturm wird der Windsack gewechselt. Der alte ist hin. Im Schlauchturm müssen vom letzten Einsatz die Schläuche trocknen. Die kaputten zischen und sprudeln im Wasserbad, werden aussortiert und repariert. Und zwischen aller Arbeit wieder ein Notruf. Der komplette Löschzug rückt am frühen Abend aus. Ein Fußgänger hat dicke Rauchschwaden gesehen. Die sollen aus einer Wohnung im Erdgeschoss quellen. Überall riecht es verkokelt. Feuerwehrleute sind über ein offenes Fenster in die Wohnung eingestiegen und suchen den Brandherd. Kollegen öffnen die Eingangstür und dann gibt's Entwarnung. Der Klassiker für alle Feuerwehrleute. Jemand hat vergessen, die Herdplatte abzustellen. Ursache für viele Wohnungsbrände. Und inzwischen ist auch die vergessliche Köchin eingetroffen. Boah, da ist ja gar nichts mehr. Das ist ja... Boah. Und mein schönes Suppenfleisch, das ärgert mich am meisten. Ja, sehen Sie, so dumm kann man sein. Aber es ist einmal passiert und nie mehr wieder.
In der Feuerwehrkantine läuft's besser mit dem Abendessen. Und bei plötzlichen Einsätzen ist vorgesorgt. Ja, da habe ich einen großen roten Knopf, wenn ich raus muss. Dann drücke ich da mal drauf, dann ist hier alles aus. Und dann wird's Essen kalt. Die ganz Sportlichen trainieren jetzt noch in der Muckibude unterm Dach. Die Hoffnung auf eine ruhige, einsatzlose Nacht wird erfüllt. Doch am Morgen, kurz vor Dienstende, gibt es dann doch noch diesen schrecklichen Unfall.